So, halli, hallo, hallöchen zusammen, Rupp hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Leute, heute läuten die Totenglocken im Zombie-Reich. Ich meine natürlich die Hochzeitsglocken im Totenreich. Juhu, denn wir haben hier eine wunderschöne Braut. Oh mein Gott. Und natürlich auch diese Braut von Zombies 2, sammle sie, wenn du dich traust, hat ein Geheimnis. Ja, der Brautschleier wird gelüftet und wir werden sehen, welches Geheimnis diese Braut hier in sich birgt? Fragezeichen. Was wir machen können? Leuchtet sie? Hat sie ein rausploppendes Gehirn? Vergiftete Blumen? Man weiß es nicht, aber wir werden es herausfinden. Eine von 18 Figuren, die ihr hier zu dieser Serie sammeln könnt. Und unsere wunderschöne Braut heißt Tiffany Vale. Ja, lange Rede. Lasst uns Tiffy auspacken. Wie immer mit Kathi, die hilft mir. Boah, Wahnsinn, wenn ich die nicht hätte, ich wäre komplett aufgeschmissen. So, hier haben wir unser wunderschönes Mädchen. Klasse, also die Designs sind der Hammer, ehrlich. Serie 2 ist der absolute Hammer. Ich liebte Serie 1, aber die 2er, die ist schon wieder noch ein bisschen besser, ne? Und drum wäre ich umso gespannter gewesen, hätte es auch noch eine dritte Serie zu Zombies gegeben. Okay, so, dann machen wir hier mal kurz eine Brautentführung, indem wir uns die ganzen Details hier mal kurz anschauen. Wenn das der Bräutigam wüsste, ne? Ja, wunderschön gepflegter Mund, ja? Wie geschaffen fürs Küssen. Oh, wunderschön, echt herrlich, ein Traum. Hat blonde Härchen, wunderbar. Der Eyeliner sitzt, klasse, dass das eine Auge größer ist als das andere, das Näschen. Schon leicht angefault, aber natürlich ganz zart, wie man es von Mädchen gewohnt ist. Die Ohrringe haben sie ja auch noch gelb bemalt, fällt kaum auf dem Grün. Dann hat sie hier auch noch einen kleinen Umhänger um ihr Brautkleid. Wunderbar. Leider hat es schon ein bisschen gelitten, ist schon ein bisschen eingerissen, wie es aussieht. Auch die Schuhe, weiße Schuhe, weißes Kleid. Da wird es für die Hochzeit Zeit. Der Schleier hängt hier auch ein bisschen runter. Und ja, genauso weiß wie der Schleier sind auch ihre Knochen, denn die gucken hier auch schon raus. Klasse, der Arm schon komplett verfault. Aber sie hält noch die Blumen in der Hand. Wunderbar, und reicht euch ihre Hand für den Ring. Wollen wir mal hoffen, dass der nicht auch noch abfällt. Uch, sie hat ja hier sogar schon einen Ring. Guckt euch das mal an. Ja, entweder sie hat tatsächlich schon geheiratet oder es ist noch der Verlobungsring. Keine Ahnung, wo macht man den dran? Finger, Nase? Boah, ich habe keine Ahnung. Ja, Armreif hat sie ja auch noch. Sehr schön. Ja, dann lasst uns mal das Geheimnis dieser Braut lüften. Ich meine, das ist natürlich nicht allzu schwer zu erraten. Ihr seht schon, das ist natürlich nicht ein unschöner Produktionsfehler. Nein, wir können tatsächlich unsere Braut auseinanderrupfen, zweiteilen, so gesehen. Schon ziemlich derb. Und ja, das kommt dem einen oder anderen schon bekannt vor, denn das war auch schon bei der ersten Serie so, ne? Hier unsere Cheerleaderin einfach mal nebeneinander gehalten. Ihr seht ja auch schon den feinen Unterschied, ne? Rechts eher alles noch ein bisschen kleiner, feiner, viel mehr Details. Links alles noch ein bisschen größer, aber einfach fantastisch, ne? Klasse, dass man hier mal so ganz krass den Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Serie sehen kann. Ja, bei ihr konnte man ebenfalls das Vorderteil abnehmen und dann sah das Ganze nämlich so aus, ja? The Naked Truth der Cheerleaderin. Das war ihr Geheimnis. So, und hier, denke ich mal, wird es nicht anders sein. Ich mache auch mal das Vorderteil hier ab. So. Ah, ein Traum. Guckt's euch an. Ist ja krass. Also, hier sehen wir die wahre Gestalt der Braut, wenn sie ihren Schleier lüftet. Ganz schön creepy, oder? Das Herzchen hat sie auf jeden Fall auf dem rechten Fleck. So sieht unsere Braut nackig aus. Ach du liebe Zeit. Und ja, ich halte unsere Cheerleaderin nochmal daneben. Dann können die beiden doch jetzt Gott sei Dank zusammen aufs Klo gehen und sich wieder ein bisschen richten. Ne? Machen ja Mädels mal immer gerne zusammen. Also ein schönes Gegenstück. Cheerleaderin der ersten Serie und die Braut der zweiten Serie. So sieht übrigens das Gegenstück hier aus, einfach in schwarz, ist auch ganz schön creepy, oder? Wow, krass. Okay, also das hier, die wahre Gestalt unserer Tiffany. Sehr cool.
Allerdings kann sie wahrscheinlich, oder? Kann sie stehen? Sie steht sogar, guckt euch das an. Das konnte die Cheerleaderin damals nicht. Die war unten einfach zu schmal. Das haben sie jetzt hier cleverer gemacht. Dank dem Brautkleid kann sie tatsächlich auch stehen. Ja, super. Und das Vorderteil auch? Ja, der reine Wahnsinn. Guckt's euch an. Ja, ich bin begeistert. Super. Ne, das meine ich. Schon wieder eine Weiterentwicklung zur ersten Serie. Super. Also, das hier zu unserer Tiffy. Ich mache sie wieder zusammen. Zack. So schnell kann eine Heilung gehen. So, und daneben natürlich ihre beste Freundin. Das ist ja klar. Ihr seht von der Größe her gleich. Oh, Moment, ich habe was vergessen. Die Haare, ne? Schlecht, wenn man so zur Hochzeit geht, ne? Ja, okay. Bin mal gespannt, ob wir in der Serie vielleicht noch einen einigermaßen passenden Bräutigam finden. Ich meine, der Taucher ist jetzt vielleicht nicht ganz so optimal. Der Samurai hat jetzt nicht unbedingt das Passende zur Hochzeit. Ups. Sorry, liebe Tiffy. Der Prof ist vielleicht ein bisschen zu alt. Und entsprechend auch zu kalt. Und unser Fußballer hat gerade andere Probleme im Magenbereich. Ne? So, sehr schön zu sehen. Klasse. Ja, erstaunlicherweise er hier eigentlich momentan am passendsten. Ne? Naja, wir schauen vielleicht doch noch nach einem anderen Bräutigam für unsere Tiffany. Okay, ihr Lieben, dann würde ich sagen, was ist dazu? Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich bei diesem Unfug hier. Super Serie. Alles klar, ich sag ciao, tschüsschen, winke, winke, bis zum nächsten Mal. Euer Junggeselle Rupi. Yay. Nimm ich. Nee.